Kaisers präsentiert Flower Power Food. Ein Garten zum Essen und eine neue Top-Adresse. Das Restaurant Glas bereichert die Hauptstadt mit einem Augenschmaus-Menü. Heute bei Berlin kocht. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Berlin kocht. Und wenn Sie sich wundern, warum ich hier mitten in der Botanik stehe, das kann ich Ihnen verraten. Garten ist nämlich heute das zentrale Thema bei Berlin kocht. Der Koch des neu eröffneten Restaurants Glas hier in Charlottenburg, der lässt sich nämlich von Gärten inspirieren, unter anderem vom Tempelhofer Feld. Und ich bin mal gespannt, was heute auf den Tisch kommt. Und mit Anna Bergner und Gavin Moschi stehe ich jetzt hier im Glas. Und das Gericht ist, wie ich gesagt habe, vom Tempelhofer Feld inspiriert. Gell, wie kam es dazu? Ist bald bei der Tempelhofer Feld. Ich fand die Idee, dass Leute im Herzen der Stadt, also auf dem Tempelhofer Feld, Gemüse anbauen, sehr faszinierend und wollte dieses Gefühl gerne kulinarisch umsetzen. Stadtgarten ist es called? Yes. It's vegetables, es sind Gemüse, it's fruits and soil, earth, also Erde. Und hier ist das Gemüse, eine bunte Auswahl. Anna, was haben wir denn da? Gelbe Beete. Genau, einmal gelbe Beete, dann haben wir hier noch Spargel, Zucchini, lilane Karotten, auch Urkarotten genannt, kleine Möhrchen, so Fingermöhrchen und Mini-Navetten. Lass uns mit dem rohen Gemüse beginnen. Es kommt dann in Eiswasser, damit es frisch bleibt. Vom grünen Spargel werden nun hauchdünne Scheiben geschnitten. Das geht am besten mit einem Schäler, den man oberhalb des Strunks ansetzt. Just opened a restaurant. Er hat gerade das Restaurant hier eröffnet. Es ist dein erstes Restaurant, stimmt's? Yes. Wow. Du bist ursprünglich aus Israel. Warum hast du in Berlin ein Restaurant eröffnet? Ich finde, es ist die tollste Stadt der Welt. Oh, das ist so nett. Das hören wir gern. Es ist diese faszinierende Mischung aus Kunst, Kultur und Meinungsfreiheit. Und die moderne Architektur begeistert mich. Lass uns mit der Zucchini weitermachen. Ich wollte einen Ort schaffen, wo ich meiner Liebe zur Kunst und zur Architektur Ausdruck verleihen kann. Ich fühle mich hier zu Hause. Also ist das Essen künstlerisch, weil du ein Kunstfreund bist? Ja, schon. Was wir lieben, inspiriert uns. Ich liebe Kunst und Architektur und das inspiriert mich dann auch beim Kochen. Also Sie werden sehen, liebe Zuschauer, das Gericht ist nämlich sehr künstlerisch und er ist ja ein großer Kunstfan und das passt natürlich wunderbar zusammen. So, what do we do now with the zucchini? With the zucchini, we do the same thing. We create these shapes of natural okay. Zucchini. Rubbish. Zucchini machen wir and then genau dasselbe wie mit dem Spargel. So, we're in Charlottenburg here. Which is not like the really hipster. Wir sind hier in Charlottenburg, das ist ja nicht unbedingt die Hipster-Hochburg. Warum hast du dich für diesen Bezirk entschieden? Ich fühle mich in Charlottenburg am wohlsten. Es ist etwas ruhiger hier als in den angesagten Bezirken. Deswegen wollte ich hier wohnen und arbeiten. So, we did the zucchini, we did the asparagus. Now the violet carrots. You can start. Wow. She already peeled it for you. So. Es ist schon geschält. Da mache ich jetzt dasselbe mit, ne? Genau, richtig. Einfach. Du bist Sous-Chefin hier? Ja, genau. Ist er dann ein strenger Chef? Nein, eigentlich nicht. Nein, wir kommen sehr gut miteinander zurecht und das Arbeiten macht auch wirklich sehr viel Spaß. Hast du verstanden? Sie sagt nur nette Sachen über dich. Das hoffe ich doch. Ich mache das nicht so gut mit der violetten Karotte hier, oder? Dann guck mir genau auf die Finger. So the idea is basically that. Sie macht das nicht so schön. Ich sag mal, die war nicht so gut. But the idea is basically that you have to. Du musst Druck ausüben, dann klappt das auch besser mit dem Schneiden. Also richtig Druck ausüben, liebe Zuschauer, dann klappt es auch mit den schönen Scheiben. If this carrot is missed. Was ist denn, wenn ich keine violette Möhre bekomme? Geht das dann auch mit was anderem? Du kannst völlig andere Zutaten nehmen. Kein Problem. Du gehst einkaufen und überlegst dir, was wächst in meinem imaginären Garten. Du kannst Erdbeeren nehmen, Nüsse, alles. Wir geben dir nur die Idee, einen Garten auf dem Teller entstehen zu lassen. Die Eiswasserfraktion ist fertig. Nun kommt weiteres Gemüse dazu, das im Anschluss gegart werden soll. Darunter Karotten und die etwas selteneren Mini-Navetten und gelbe Beete. We want to keep some of the green. Ein bisschen Grün lassen wir dran, dann sieht es mehr nach Garten aus. Wir verpassen ihr einen kleinen Haarschnitt. So we give it a small haircut. Nach dem Friseurbesuch muss unsere Karotte sich nackig machen und raus aus ihrer Schale. Dasselbe Schicksal ereilt die Navetten. Also liebe Zuschauer,
kaufen sich keine Navetten, die sind total friemelig. Die gelbe Beete wird kartoffeleckenmäßig zurechtgestutzt. Genau, also liebe Zuschauer, nochmal zusammengefasst, wir haben hier Gemüse, was auf den Herd kommt und wir haben Gemüse, was hier quasi schon fertig ist, so wie es ist, ne? Oder passiert damit noch was? Nein, das ist jetzt erstmal so fertig. Genau. Und genau, das kommt bei Ihnen auf dem Herd, bei uns kommt es in dieses wunderbare Gerät, was wir Ihnen gleich noch zeigen werden. Und danach, afterwards, we're preparing the soil, the earth. Yeah. Danach machen wir die Erde. Ich freue mich. Dieser exklusive Gemüseswimmingpool sorgt für eine optimal konstante Temperatur von 85 Grad und dafür, dass die Vitamine da bleiben, wo sie hingehören. Zu Hause dämpfen Sie das Gemüse 20 Minuten bei mittlerer Hitze. Aus Rote-Bete-Saft und Gelatine hat Gell diese hübschen Würfel gezaubert. Das geht zu Hause auch ganz einfach und schindet Eindruck. Grundlage der Erde unseres Tellergartens bilden Pumpernickelkrümel. Die werden bei etwa 160 Grad 20 Minuten im Ofen getrocknet. Dazu kommt handelsübliches Mehl, das in der Pfanne geröstet wurde und dadurch dem Ganzen ein ganz besonderes Aroma verleiht. Das Restaurant nennt sich Glass. Ich dachte, das käme vom Design, aber der Name stand schon vorher fest. Wir erzählen ja Geschichten mit Essen, wie in einem Film oder Buch. Glas steht für Transparenz. Wir lassen die Leute in unsere Küche schauen. Wir erzählen ihnen so unsere Geschichte, die Geschichte unserer Speisen. Glas, Transparenz. Okay, also die Transparenz hat den Namen gegeben. And you have had the idea for a long time already. 3 years. Yes, 3 Jahre. I wasn't sure it's going to be in Berlin, but I wasn't sure it's going to be here, but... Gonna be called glass. Das wusste er schon seit 3 Jahren. Malzpulver, Maltodextrin, Öl und Stärke verleihen unserer Gartenerde die richtige Konsistenz. Und dann, ja dann, kann er wachsen und gedeihen, unser wunderschöner Garten. Beerenfrüchte, seltene Gemüsesorten und Nüsse sprießen hier. Essbare Blümchen verzieren ihn und wenn sie einen grünen Daumen haben, dann sieht er am Ende so aus, der Stadtgarten, und ist bereit für ein rauschendes Erntefest. Die Wahl der Zutaten ist völlig frei. Im Glas finden sich derzeit folgende Produkte auf dem Teller. Grüner Spargel, Zucchini und die violette Rübe, Cashews, Waldbeeren und essbare Stiefmütterchen kommen ohne Sonderbehandlung in den Garten. Möhrchen, gelbe Beete und die Navetten brauchen ein Bad im Super-Sonder-Swimmingpool. Die Erde besteht aus Pumpernickel, Stärke, Maltodextrin, Malzpulver, geröstetem Mehl und Öl. Wer mag, schindet Eindruck mit Würfeln aus roter Beetesaft und Gelatine. Wir haben ihn vor uns ausgebreitet, den wunderschönen Garten. Guten Appetit wünsche ich zusammen. Appetit. Herr Wodatz, ist das nicht ein Augenschmaus? Ist es nicht ein Augenschmaus? Also das ist Art, das ist Kunst auf dem Teller. Ich esse das jetzt zum zweiten Mal und muss sagen, es ist so schön und es ist auch so interessant von den Geschmacksnuancen. Es ist ja eigentlich das jüngste Restaurant, kann man fast sagen, jetzt in Berlin, ganz jung, ganz frisch eröffnet. Und es gibt hier eine Abendkarte, die immer wechselt. Einmal 6 Gänge für 45 Euro, einmal 8 Gänge für 59 Euro. Und es gibt auch noch ein Veganer-Menü. Und ich kann nur sagen, hierher kommen, anschauen, probieren, essen. Es ist ein Riesengewinn für Berlin. Das kann man wohl sagen. Und liebe Zuschauer, wenn Sie mal ganz genau hinhören, diese Erde, die knuspert total, ne? Aha. Hört man, ne? Also richtig, richtig gut. Ein günstiges Menü bekommen Sie hier. Der Stadtgarten steht, wie gesagt, immer auf der Karte. Was steht noch auf der Karte? What else do you have on the menu here, besides the Stadtgarten? Die Speisekarte wechselt täglich. Der Stadtgarten steht immer drauf. Die Bestandteile ändern sich halt saisonal. Wir haben auch Fisch und Fleisch. Ein Duck. Und Ente. Ente hören, oder? Wird ihr neuer Stammladen hier? Yeah. Very nice. Also, liebe Zuschauer, kommen Sie ins Glas. Ich kann es empfehlen, allein schon des Anblicks wegen. Darauf müssen wir anstoßen. Und wenn Sie dieses Gericht nachzaubern möchten, Ihren eigenen Garten kredenzen möchten, dann auf www.berlinkoch.de finden Sie das Rezept. Prost! Ich will auch so einen Garten haben. Sofort! Kaisers am Kurfürstendamm ist mein kulinarisches Pflanzencenter. Hier finde ich bestimmt die ein oder andere Inspiration. Die Erde zumindest finde ich auf Anhieb. Genau wie die notwendige Stärke. Beim Gemüse erwartet mich eine Auberginen-Überraschung. Aber ich entscheide mich dann doch lieber für die Möhrchen und bunte Waldbärchen. Was wächst denn noch so in meinem Garten? Was Exotisches vielleicht? Eine Passionsfrucht?
könnte man so Würfelchen draus machen. Hey, hier gibt's ja sogar Riesennavetten. Radieschen, allein schon der Farbe wegen. Mensch, das wird eine Gartenparty. Super. Präsentiert von Kaisers.